Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einem Video heute mal wieder auf diesem Kanal. Ja, es kam schon lange keine Videos mehr und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, und dann ist mir eingefallen, ich muss ja noch ein einzelnes Video machen, weil ich ja keine Freunde mehr habe. Oh shit. Alles glatt. Alles glatt? Was? Alles klar. Und es gibt noch ein zweites Thema, was ich noch ansprechen wollte. Okay, erstmal das erste Thema mit meiner Freundin. Naja, ich war in ihrem Zimmer. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast immer noch nicht deinen Freunden die Wahrheit gesagt. Hä? Okay, welche Wahrheit? Ja, die Wahrheit halt. Ja, aber welche Wahrheit? Die Wahrheit. Sag deinen Freunden die Wahrheit. Alles klar, was ist jetzt schon wieder falsch mit dir? Letztes Jahr gestritten. Da habe ich nichts Schluss gemacht. Ja, habe ich nichts gemacht. Ja, genau. Letztes Jahr gestritten und jetzt fängt auch wieder an. Welche scheiß Wahrheit? Wahrheit. Ja, die Wahrheit. Sag's deinen Freunden. Ja, welche Wahrheit? Eine Stunde später. Hast du deinen Freunden jetzt die Wahrheit erzählt? Nein, ich weiß noch nicht mal, welche Wahrheit. Hä? Du hast deinen Freunden das immer noch nicht erzählt. Sag denen endlich die Wahrheit. Hä? Bist du komplett bescheuert? Welche scheiß Wahrheit? Hä, bist du dumm? Alles klar. Tschüss, bin weg. Eineinhalb Stunden später, glaube ich, so. Also so um den Dreh rum, vielleicht auch 15 Minuten nur. Bin ich hochgelaufen, die Treppen hoch. Bin in ihr Zimmer. Ich wollte dir noch was sagen. Ja, was willst du mir denn jetzt noch sagen, hä? Alter, du Ultra-Zicke. Wie ich schon im Bus gesagt habe, du mutierst bestimmt irgendwann zu einer Ultra-Zicke. Alles klar. Also, was ich nur sagen wollte, ich mach Schluss. Du Opfer. Ganz schnell weglaufen. Also, einfach ganz schnell weggerannt. Nichts passiert. Weiß nicht. Dann hat sie angefangen zu heulen. Und dann bin ich weggerannt. Ja. Und dann habe ich Schluss gemacht, wie ich gesagt habe. Und das war auch das erste Thema, was ich ansprechen wollte mit meiner Freundin. Ja, dann so eine traurige Sache. Aber so ist das halt. Ich muss die jetzt aus meinem Kopf bekommen, Alter. Und dann bekomme ich bestimmt irgendwann eine neue Freundin. Ihr werdet schon sehen. Okay, das zweite Thema, was ich ansprechen wollte. Ich habe drei Themas, okay. Aber das zweite Thema ist erstmal das jetzt. Also, zu der Wurmtour. Nee, ich habe vier Themas sogar, Alter. Okay, vier Themen habe ich jetzt, aber wirklich. Das erste Thema habe ich schon besprochen. What the fuck? Und ja, jetzt das zweite Thema zur Wurmtour. Die Wurmtour gibt's wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Also in meinem Zimmer natürlich erst. Und das ist noch nicht ganz fertig, also nicht wundern, wenn da Kartons stehen. Und vielleicht noch das Zimmer von meinem kleinen Bruder nebenan. Und vielleicht nur noch den Flur und die Treppe. Aber das war's noch mit der kleinen Wohntour. Ich zeig jetzt nicht meinen Eltern oder meine Brüdern oder so, weil das will ich ja nie machen. Okay, das dritte Thema. Zu viel Losung bzw. Fantreffen. Das könnte nicht so ganz funktionieren. Weil wir mittlerweile irgendwie nicht so viel Zeit haben und ich ein bisschen beschäftigt bin. Ja, ich bin beschäftigt. Hört man auch nicht alle Tage.
Und ja, deswegen werde ich eine neue Verlosung machen, aber dazu werde ich auch ein einzelnes Video machen, natürlich. Alter. Als ob ich das jetzt hier mache, das kostet wieder so viel Zeit. Ihr wollt ja alle noch das vierte Thema hören, was auch im Titel steht, was kein klickgeiler Titel ist. Aber ihr wollt bestimmt das, was im Titel gerade steht, sehen. Ja, das wollt ihr bestimmt hören. Das gibt's auch jetzt, Alter. Wenn ihr bis hierher überhaupt dran geblieben sind. Okay, die bis jetzt hier dran geblieben sind, bis zum Ende, die schreiben jetzt mal Hashtag Mininudel in die Kommentare. Hashtag Mininudel in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt dran geblieben sind. Dann seid ihr wirklich gute Zuschauer und könnt bei der anderen Verlosung vielleicht ein paar extra Punkte gewinnen. Und dann vielleicht ausgelost werden. Es können nämlich bei der anderen Verlosung nur einer ausgelost werden. Oh, shit! Ja. Okay, jetzt das vierte Thema ist... Ich ändere meinen YouTube-Namen? Was? Ja, ich habe mich entschieden, meinen YouTube-Namen zu ändern in King Kong Crafter. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß es nicht. Aber King Kong Crafter? Ja, also... Ja, okay. Wer bis zum Ende dran geblieben ist, kann gerne Hashtag Mininudel in die Kommentare schreiben. Der kriegt dann bestimmt extra Punkte bei der Verlosung. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Tag noch, haut rein und ciao!